Hallo, willkommen zurück bei euren Amüsie-Tabletten mit eurem Crunchkau und muss man auch mal gucken, wie nehmen IV. Ach ja, das haben wir erst beim nächsten Mal. Wir haben kein IV derzeit, aber wir spielen jetzt im Supercup gegen West Ham United. Mit unseren Neueinkäufen Korea. Korea? Korea? Ich bin mir nicht sicher. Sagt mir, wie das ausgesprochen wird, schreibt es am besten in die Kommentare. Aber schreibt so, wie man sprechen würde, weil. Ja, könnte man das dann sonst noch so erklären? Dann schreibt so, wie es gesprochen werden würde. Ist ja so wie, wenn man irgendwie. Ich hatte letztens jemanden, der hieß Jüs mit Yuez und wird einfach nur Jüs ausgesprochen wie Jüs. Also so in diese Richtung meine ich, dass ihr das dann entsprechend verändern könnt. Wir haben noch keinen einzigen 80er-Spieler. Oh, der ist ja wirklich gar nicht langsam. Boah, das ist wirklich schnell. Alter Falter. Oh mein Gott. Boah, bin ich da durchgekommen, ey. Oh mein Gott. Reicht aber für nichts. Ich hatte da schon mal mehr, warum auch immer. Ist ja auch egal. Nein, ich will das jetzt nicht nochmal machen. Auf Hi geht's. there, everybody. Special In welcome to den you. I'm Martin Supercup. Tyler. With me is Alan Smith. Welcome to the Cup of Gegen Europe. West Ham United. Ich bin echt gespannt, was hier passieren wird. West Ham United ist sicherlich auch nicht dafür bekannt, dass sie beschissene Spiele haben. Alles klar, Korea. Also nicht Korea im Sinne von Korea, sondern. Alter! Das gesehen? Ich fand das unfair. Bums! Ah! Und! Wie aufregend. So. Erstmal gegentreten. Also, nee, ich bin kein Treter, ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, mein Gott, der tritt ja immer nur. Boah, ist der da reingesäbelt. So. Brandt. Nein! Da hat Adrian den noch abgefälscht. Unfucking fassbar. Drin! Brooks hat's gemacht. Unsere Innenverteidiger sind bei Ecken immer da. 1-0. Geiler Shit. Super Cup wäre der nächste große Triumph für uns. Man muss es ja sagen, wie es ist. Es wäre schon ziemlich geil. Torwart sah da nicht gut aus. Aber jetzt das ist spontan, was ich jetzt so gesehen habe, gefällt mir ziemlich gut. Mit Kevin auf der Seite haben wir da auch nochmal einen sehr, sehr guten Spieler. Oh, habe ich ein bisschen offen gelassen. Ah, Schmeichel. Schmeichel hat den. Das ist easy. Darida, habe ich genau richtig bewegt. Ah, Brandt kann ja mal aus der Reihe versuchen, wenn er schon so frei ist. Valencia ist da durch. Ah, das war nicht so gut gemacht. Pekarik.
Prince, Kevin Prince Boateng weiter. Hand. Habe ich auch nur gesehen, weil er die, weil er den Arm gehoben hat. So, Prince wird anlegen. Okay, jetzt hatte ich mir anders vorgestellt. Ha! So, jetzt müssen wir natürlich mal gucken. So, Brooks klärt auch da sehr sauber. Der Gegenspieler weggelaufen und das war noch nicht mal meine Sache. Das war jetzt die KI, die den Gegenspieler weggelockt hat. Ärgerlich, wenn das immer so zustande kommt, dass die KI vor dem Gegner wegrennt. Nee, so macht man das nicht. Stark. Oh. Gut gemacht. Gut gemacht. Kann man nichts sagen. Ja, Valencia ist schnell auf der linken Seite. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Hat er gerade Green gesagt? Also spielt er tatsächlich Green? Und drin! Was ein Ding! Ich dachte, das wäre abseits. Ich hätte drauf schwören können, aber das hatte ich ja in letzter Zeit häufiger. Was war das denn für eine geile Scheiße von Korea? Das war aber super eng abseits. Super eng, nicht abseits. Und Embolo mit dem Kopf. Also Embolo. Meine Fresse. Das war eine schöne Sache. Und das kurz vor der Pause ist natürlich psychologisch wertvoll. Erstmal 5 Euro ins Phrasenschwein. Ja. Die Mannschaft gefällt mir so, wie sie jetzt aufgestellt ist. Ziemlich gut. Raman wird natürlich auch seine Chance bekommen. Die werden ja sowieso immer müde da vorne. So, dass wir einfach auch mal gucken müssen, ob wir da nicht irgendwo noch einen Spieler uns hochziehen. Kokorin kommt rein. Carroll ist draußen. Ja, ist Kokorin. Bin mir jetzt gar nicht so sicher, wie er gesprochen wird. Prinz! Na, das fand ich jetzt ein bisschen doof. Oh! Da hat sich Pekarik ziemlich weit vorgetraut. Wäre da reingegangen, das wäre auch ziemlich übel geworden, glaube ich. Oha. Okay, war nur ein Versuch. Ist sonst nicht. Ah, auf Korea. Corion, ist auch egal. Weiß jetzt halt auch nicht, wie er ausgesprochen wird. Plattenhardt war da ein bisschen weit weg. La la la, so kann man auch mal durchrennen durch die Abwehr.
So, jetzt ist die Frage, was macht Pickerick? Ah! Oh oh. Transfer news. There's been a lot of speculation about the future of Edinson Cavani. We can tell you about his immediate future. He has moved to Borussia Dortmund. Well, he is a good player, and for me, well worth the what, about £25 million transfer fee. He's got his shot off now. Okay, Schmeichel hat ihn. Ah. Supported there as he can head it on to someone who's waiting to receive it. Vorbei. Puh. Auch hier sind wir ziemlich gefordert. Jetzt spielen wir mal auf Embo. Der kommt aber auch nicht davor. Well, they're in a good position here. Well, that was looking good and now it's turned over and all the potential of that attacking play is lost and they now got to get back and try and make sure they don't concede themselves. Trying to keep the ball. Ah, da wollte ich mich eigentlich nur durchschlawinern. Zumindest war das der Vater des Gedanken. His Bundesliga fixture, Hertha Berlin, they'll be hosting Bayern Munich. Yeah, a lot of people will be talking about this one, looking forward to it. Obia. Here comes a substitution now. So, erstmal raus den Ball. Und dann werden wir für Embolo Raman bringen. Skielbrett für Brandt, um die Defensive ein bisschen zu forcieren. Das hat nichts mit Brandts Leistung zu tun. Ich fand dich wie immer ansprechend. West Ham time is almost up. Well, those defenders are going to be asked to head the ball. Quite a lot, I think. Plenty of air. Langkamp kann hier klären. Gibt es jetzt hier noch irgendwas? Nee. Ah, jetzt ist er noch an die Hand gekommen. Na! Abwehrriegel! Nein, Ecke. Das ist immer gefährlich. Standardsituationen sind immer gefährlich. Wir haben Schmeichel, der erklärt die Situation hier zum Glück. So, Raman macht das Richtige, meiner Meinung nach. Was war das? Herr Pekarik wusste sich auch nicht weiter zu helfen, als das Ding einfach mal rauszuballern. So, ganz klare Sache von Brooks hier. Auch hier wieder klare Sache. Oh, das ist, wenn die schnell wären, ziemlich gefährlich. Vorbei. Wir gewinnen den Supercup. Mit 2:1. Toll gemacht. Super Sache. Spieler sind von West Ham United sind traurig, aber
brauchen sie gar nicht. War eigentlich alles super. War gut gespielt. Aber wir nehmen hier schlussendlich den Supercup mit. Haben uns, meine ich, schöne Tore rausgespielt. Raman konnte jetzt nichts zeigen, aber den sehen wir sicherlich auch nochmal. Unsere Neuerwerbungen waren super, hat funktioniert. Was will man denn noch mehr? Ja, wir können ja mal kurz angucken, wie Langkamp als Kapitän hier den Supercup, durchsichtig wie er ist, der Glascup sozusagen, ihn in die Luft hebt. Ja, reicht. Danke. Hier sieht man ja eindeutig die Bewertung. Hat sich gelohnt. So, den ersten Step. Müssen wir mal schauen, wie es dann weitergeht. Oh, gleich bei den gegen die Bayern. FC Schalke 04 wird Davy Klaassen für 28,5 Millionen. Alter Falter. Wir haben nochmal 2 Millionen dadurch eingenommen, dass wir den hatten. Super. Meine Rolle im Verein. Ja, Klostermann, du kommst hier schon nochmal dran. Bleib mal cool. So, gegen die Bayern. Lass es so, wie ich akzeptiert. Komm rein hier, mein Junge. So. Wir haben noch 11 Millionen. Wir können also noch irgendwas tun. Wir haben jetzt, denke ich, auf den Stürmerpositionen Möglichkeiten. Subiech haben wir jetzt auch mit dabei. Ja, und gegen Weiser, Ronny und Co. müssen wir dann auch mal gucken. Kalu müssen wir dann auch mal gucken. Jenny kommt nicht mehr zum Einsatz, so ist das. Er ist auch nur geliehen. Fand ich so jetzt schon mal ganz gut, wie es läuft. Schauen wir mal, was sich dann hinterher ergibt. Ich danke euch erstmal fürs Einschalten. Das erste Probespiel mit den Neuen ist zumindest erfolgreich gewesen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer Crunchro sagt danke. Haut rein. Ciao.